Die Vorteile vom Digitalen sind natürlich irgendwie total, sind wahrscheinlich total offensichtlich, ja. Also das ist theoretisch endlos skalierbar. Das ist live quasi zu aktualisieren, ja. Von einem Tag auf den anderen spielen wir Updates ein, auch jetzt in Zeiten von Corona, ja. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Business Talk Podcast. Im Business Talk Podcast geben wir jungen und auch etablierten Ärzten und Medizinern Einblicke in die Themen Niederlassung, Praxisführung und Entwicklung. Im Business Talk Podcast wollen wir Mut machen für den Weg in die eigene Praxis und wir zeigen auf, wie das Thema eigene Praxis individuell und zukunftsträchtig funktioniert. Das tun wir mit Interviews, Solo-Folgen und Reportagen und unser Anspruch ist, wir machen den Arzt zum Unternehmer. Mein Name ist Oliver Neumann und ich begleite den Arzt bei allen wirtschaftlichen Fragen auf dem Weg zum Unternehmer in die eigene Praxis. Heute spreche ich mit Dr. Sievert Weiß. Dr. Sievert Weiß studierte Medizin in Deutschland, Portugal und Brasilien im Rahmen eines akademischen Stipendiums und promovierte später dann in den Bereich der Molekularbiologie. Sievert Weiß ist Gründer von Amboss. Amboss ist ein Unternehmen, was heute Wissen, medizinisches Wissen, digital, also über eine Plattform im Netz zur Verfügung steht. Viele von euch werden Amboss kennen. Viele von euch hat Amboss begleitet durchs Studium, begleitet Amboss täglich, nämlich dann, wenn sie medizinisches Wissen abfragen wollen, wenn sie auf der Suche sind nach Informationen, nach aktuellen Informationen zu Krankheiten, wenn sie sich mit Kollegen austauschen wollen, beziehungsweise über die Redaktion von Amboss dieses aktuelle Wissen aktualisieren wollen. Amboss liefert das Ganze mittlerweile seit 2012. Über 200 Ärzte, Wissenschaftler und Softwareingenieure arbeiten mittlerweile für Amboss und über 500.000 User gibt es weltweit, die mit Amboss arbeiten. Es gibt Büros in New York, Berlin und Köln. Wie das Ganze entstanden ist, warum sich Kliniken, Studierende, Ärzte, Universitäten auf Amboss verlassen, all das spreche ich heute, darüber spreche ich heute mit Dr. Sievert Weiß im Business Talk Podcast. So, herzlich willkommen zurück im Business Talk Podcast. Heute habe ich wieder einen sehr, sehr interessanten Gast hier bei mir. Ich habe ihn gerade schon vorgestellt, Dr. Sievert Weiß. Er ist ja selber Mediziner, Gründer von Amboss und darüber wird er uns heute erzählen. Hallo Sievert, schön, dass du heute dabei bist. Hallo Oliver, vielen Dank, dass ich da sein darf. Freue mich. Ja, wir haben ja besondere Zeiten. Wir haben gerade schon im Einstieg bzw. im Vorinterview so ein bisschen erzählt. Wir befinden uns mitten in der Corona-Krise, in der Phase von Corona. Da werden wir heute sicherlich auch das ein oder andere mal drüber sprechen, wie ihr bei Amboss dazu steht, was ihr so unternehmt. Da gibt es ja auch viele Neuerungen. Das nehmen wir natürlich mit auf. Aber ich steige immer sehr gerne ein mit meiner Einstiegsfrage. Wer ist Dr. Sievert Weiß? Was macht er beruflich und privat mit eigenen Worten? Ja, sehr gerne. Wer ist Dr. Sievert Weiß? Also ursprünglich Arzt, wie du schon gesagt hast, und ich fühle mich auch immer noch als Arzt in gewisser Weise, nur dass ich anders tätig bin mit Amboss und ja, im Prinzip dem Wunsch da nachkomme, dieses medizinische Wissen auf einer globalen Ebene anzuwenden. Das ist sozusagen meine persönliche Motivation und mein persönlicher Antrieb dabei. Privat bin ich ansonsten Familienvater von zwei kleinen Töchtern und lebe in Berlin und ja, treibe viel Sport, wenn es mir die Zeit noch erlaubt, nebenbei. Und Ist das ein Ausgleich so ein bisschen? Also auf einer Seite die Familie, zwei kleine Kinder. Ich bin selber schon durch diese Zeit gegangen. Ich habe drei Kinder, die jetzt schon groß sind, aber ich weiß, dass das natürlich eine anspruchsvolle Zeit ist. Man möchte gerne mit den Kindern viel Zeit verbringen, ist aber gleichzeitig Unternehmer und muss natürlich auch ein bisschen an sich. Präventive Maßnahmen sind ja jetzt gerade in dieser Zeit auch nicht unwichtig. Denken. Schaffst du das? Findest du einen Ausgleich Familie, Sport, Beruf? Also ich sag mal so, dass wir das versuchen. Das ist ja auch eher so eine Teamaufgabe. Ja, ja, also ich glaube, es ist schwer, allen Bereichen in dem Maß gerecht zu werden, wie man sich das so idealerweise vorstellt. Aber ich glaube, davon muss man sich dann vielleicht auch irgendwann frei machen. Mhm. Und dann ist das eine Erleichterung und sozusagen
sich da so ein bisschen auch von dem Druck zu befreien, zu sagen, hier, das muss alles so sein wie ohne Kinder vorher oder irgendwie sowas. Ich glaube, dann fährt man gut. Und es hat natürlich auch, also natürlich extrem viele positive Aspekte, das ist ja klar, über die wir nicht sprechen müssen. Aber ich glaube, es führt auch dazu, dass man strukturierter, effizienter, pragmatischer wird, irgendwo in gewisser Weise bei der Arbeit. Also irgendwo, glaube ich, kann sich das auch gegenseitig befruchten. Den Ausgleich, genau, den versuche ich irgendwie wahrzunehmen. Irgendwo muss man immer wieder einsparen, aber es ist... Also man merkt, dass der Sport gut tut, wenn man denn dann dazu kommt. Ja. Mhm. Ist es vielleicht jetzt gerade im Bereich Homeoffice vielleicht noch was Neues, also wo man dann auch noch mehr zu Hause ist, noch mehr im täglichen Miteinander mit Kindern und mit dem Sport zu tun? Also ich kenne es ja bei mir selber auch. Natürlich verbringe ich jetzt gerade viel mehr Zeit zu Hause als gewöhnlich. Jetzt, wie gesagt, sind unsere Kinder schon groß, da kann ich mir meinen Tag so einteilen, wie ich das eben will. Trotzdem sind wir natürlich viel mehr am Familiengeschehen teil, als man das vielleicht vorher getan hat. Ist das vielleicht auch ein Vorteil der Corona-Krise? Ja, also es ist auf jeden Fall... Die Frage haben wir vorher nicht besprochen, das ist gemein gewesen. Genau, jetzt muss ich ganz spontan antworten. Nee, also... ich würde mal sagen, es ist auf jeden Fall eine logistische Herausforderung, ja, weil also unsere Kinder sind 5 und 2 und die wollen Aufmerksamkeit haben und das sind sie, sonst kriegen sie das vom Kindergarten oder der Kita und das wollen sie natürlich jetzt von uns haben und also das führt dazu, dass ich gegen 5 aktuell aufstehe, um schon mal irgendwie 3 Stunden in Ruhe arbeiten zu können, bevor die Kinder wach werden und dann meine Frau ist auch berufstätig, auch bei Amboss und so wechseln wir uns dann über den Tag ab mit Kindsbeaufsichtigung und Entertainment und Arbeit. Also das ist sicherlich herausfordernd, aber man kriegt natürlich auch mehr mit. Also es ist natürlich auch in gewisser Weise total süß mitzukriegen, wie eigentlich die Kinder so ihren Tag sonst verbringen, mit was für Sachen und Höhlen bauen und keine Ahnung was. Das hat natürlich auch sehr viele niedliche Aspekte. Ja, sehr schön. Hier sind wir eigentlich schon mitten im unternehmerischen Alltag, nämlich du bist, hast du gerade selber gesagt, du bist Arztmediziner, fühlst dich auch noch als solcher, bist aber 2012 in das Unternehmertum gegangen, hast du gesagt, ich möchte ein Unternehmen gründen, das sich damit beschäftigt. Ich habe das mal aufgeschrieben, die Begeisterung für innovative Lehre und ein besseres Medizinverständnis zu entwickeln. Fand ich einen sehr schönen Satz. Möchte natürlich mit dir sehr gerne heute über das Thema Amboss und alles das, was damit zu tun hat, ein bisschen tiefer sprechen. Wie bist du darauf gekommen, das Unternehmen zu gründen und wie ist dieser Weg dahin passiert? Ja, also vielleicht ziemlich simpel eigentlich. Also das sind 2 gute Freunde von mir und ich, wir hatten eine Lerngruppe, wie man das so hat als Student im Medizinstudium und haben uns auf das abschließende Examen vorbereitet und saßen da täglich zu dritt zusammen über eben diese fast 100 Tage. Ein bisschen später angefangen und haben dabei festgestellt, sozusagen, wie ineffizient und auch frustrierend sozusagen diese Vorbereitungsmöglichkeiten waren zu dem damaligen Zeitpunkt. Und das war auch schon 2010, also da war im digitalen Raum schon auch doch einiges möglich. Und die Art und Weise, wie wir uns vorbereitet haben, das war eigentlich mehr so mit im Prinzip digitalisierten Büchern irgendwie. Also da war noch sehr viel Luft nach oben und das war am Ende sozusagen dieser selbsterlernte Mangel, ja, selbstgemerkte Mangel, der dazu geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, das kann man auf jeden Fall irgendwie besser machen und warum versuchen wir das nicht? Sieht irgendwie sehr interessant aus und wir haben eigentlich nicht so viel zu verlieren. Wir kamen aus dem Studium, ja, hatten jetzt nicht irgendwie alle schon Partner und Kinder sozusagen und große Verpflichtungen, sondern konnten dann da relativ unbefreit sozusagen nach dem Studium weitermachen. Ne? Und die Idee, dann etwas zu gründen, war letztendlich, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, so ein bisschen aus der Frustration heraus zu sagen, es gibt ja nichts Vernünftiges, wo man sich wirklich aufs Studium vorbereiten kann, wo man Inhalte beziehen kann.
Ja, im Prinzip ja. Also das war so der Aspekt, dass diese Vorbereitungsmöglichkeiten einfach sehr, sehr ja, unzureichend waren. Wir hatten einer in der Lerngruppe sozusagen, also Kenan und Majid waren die zwei anderen. Der Majid, der hatte vorher vor dem Studium schon eine Softwarefirma gegründet und hatte eben auch so einen Blick für das Technische und hat dann sozusagen sehr schnell verstanden, was man sozusagen auch technisch hätte anders machen können. Und das war natürlich hilfreich, auch natürlich diese unternehmerische Erfahrung, die er hatte. Das war natürlich auch irgendwie so eine, ja, eine sehr starke Guidance, weil man das natürlich so als sonst als Medizinstudent nicht unbedingt kennt. Und was auch so war, war, dass also was dazu beigetragen hat, der Kenan und ich, hatten sozusagen sehr viel gelernt und der Majid hat noch ein bisschen später angefangen und dann haben wir ihm im Prinzip unser Wissen immer so komprimiert übergeben, so in so Diskussionsform und darüber gesprochen, warum ist das eigentlich so und was ist die Grundlage dafür und warum macht man das? Hatten vorher im Studium schon für uns gemerkt, dass das eben eine sehr effiziente Vorbereitungsmethode ist, wenn man Dinge wirklich versteht und durchdringt und darüber spricht und das versucht, anderen zu erklären. Erst dann hat man es eigentlich wirklich verstanden und dann behält man das aber auch langfristig. Und so haben wir quasi mit dem Magic gelernt und dabei kam eigentlich dann auch die Idee auf, ja, wenn man das besser macht, warum macht man nicht ein Programm, was im Prinzip das genau diese Art von Arbeit leistet, ja, also die das komprimiert, gut verständlich, zusammenhängend, erklärt, ja, und das waren sozusagen die Ausgangsfaktoren. Jetzt gibt es ja immer zwei große Unterschiede. Die einen denken, okay, wir machen das, die denken das aber nur und reden dann 5 Jahre später, wenn wir das mal gemacht hätten. Und dann gibt es die anderen, die es umsetzen. Genau. Und zwischen dem einen und anderen ist eine relativ große Range. Oder man sagt einfach, okay, wir machen das jetzt, wir gehen jetzt diesen Schritt. Du hast gerade gesagt, dein Partner oder dein Freund, den du damals hattest, der war schon Unternehmer, der hat diesen Schritt schon gemacht, der hat da vielleicht schon ein paar Skills gehabt, um das auch zu verstehen, wie funktioniert das. Wart ihr einfach mutig genug, um diesen Schritt zu gehen? Ja, also das hat natürlich auch bei uns irgendwie ein bisschen gedauert, bis wir uns sozusagen voll dafür entschieden haben. Ja, also das ist ja auch nicht so leicht, sozusagen so einen vorgezeichneten Weg mal zu verlassen. Wenn man ursprünglich dachte, man wird vielleicht Arzt, ja, dann irgendwie umzuschwenken und zu sagen, guck mal, wir machen jetzt erstmal irgendwie das und wenn wir das machen, dann müssen wir uns auch darauf einstellen, dass das ein paar Jahre dauern wird. Also idealerweise natürlich, aber zumindest irgendwie mal auch der Versuch sozusagen, damit beschäftigt man sich eine Weile. Und also sicherlich gehört Mut dazu, das gehört der Mut dazu auch zu sagen, von dieser gesellschaftlichen Erwartung abzuweichen, ja, und natürlich auch dem Bild, was Eltern und Freunde und was weiß ich was haben und dann natürlich auch diese Idee irgendwie zu verteidigen und diese Idee muss ja auch überprüft werden, ja, also macht ja auch Sinn zu sagen, ist das eigentlich eine sinnvolle Idee, interessiert sich dafür eigentlich wirklich jemand, das ist natürlich irgendwie ein Thema und wir hatten schon auch mit viel Skepsis am Anfang zu ja, kämpfen, also die von allen Seiten kamen, sagten, ja, also das ist doch viel zu viel, wer soll denn da die ganzen Inhalte machen und dann machen die das Examen und dann sind sie wieder weg. Also das ist schon nicht so leicht, ja. Und meine Eltern haben mich auch gefragt, ja, wann arbeitest du dann als richtiger Arzt und so, ja, machst du das jetzt gar nicht mehr? Das bewegt einen natürlich irgendwie, ja. Also einfach nur mutig sein ist leichter gesagt als getan, ja. Ja, absolut. Aber gerade deshalb, glaube ich, gehört es immer wieder dazu. Vielleicht auch, seid ihr dann gemeinsam gestartet? Habt ihr da euch gegenseitig dann unterstützt und Hilfestellung gegeben? Okay. Also ich glaube, das ist ein ganz essentieller Bestandteil gewesen bei uns und kann ich mir auch für viele andere Unternehmungen vorstellen, dass man irgendwie so Partner hat, mit denen man sich gegenseitig auch dann da immer wieder austauschen und motivieren kann. Ne? Also das ist irgendwie, jeder hat mal irgendwo dann da vielleicht auch ein Tief und das ist, glaube ich, hilfreich, wenn man mit anderen Leuten das machen kann. Absolut, das Umfeld bestimmt ja da sehr, sehr viel. Du hast gerade gesagt, das Umfeld kann in die eine oder andere Richtung lenken, also zu sagen, wann arbeitest du denn jetzt als richtiger Arzt, beziehungsweise in dem Segment, das du gelernt hast, die gesellschaftlichen Erwartungen zu erfüllen, auf der anderen Seite eben als, ich weiß gar nicht, ob man 2010 oder 12 schon Startup gesagt hat, aber auf jeden Fall in die Richtung zu gehen und sich da den Herausforderungen zu stellen. Jetzt haben wir das Jahr 2020. Ambos ist in der Zwischenzeit gewachsen. Ihr habt mittlerweile über 500.000
Nutzer, registrierte Ärzte, Mediziner bei euch auf der Plattform, die, die sich informieren, die sie den Austausch suchen mit euch, die sich über die unterschiedlichen Bereiche informieren, die leitliniengetreu neue Informationen von euch bekommen und so weiter. Ja. Kannst du vielleicht noch mal kurz, bevor wir dann auf das Heute kommen, sagen, wie hat sich das entwickelt von der Lerngruppe vorm Examen hin zum, zum Portal, was aktuell präzise und leitliniengerecht den Arzt mit Infos versorgt? Ja, sehr gerne. Also wir haben zu dritt angefangen, aber es wurde auch relativ schnell klar, dass wir drei das nicht alleine stemmen können, als wir feststellten, dass also dass wir diese ganzen medizinischen Inhalte selber verfassen müssen und nicht nur sozusagen diese Software bauen müssen. Dann kamen sehr schnell sehr viele Freunde und Bekannte im Prinzip dazu, auch viele Mediziner, die sozusagen dann diese Inhalte mitgeschrieben haben. Wir haben quasi in einer leerstehenden WG gearbeitet und übernachtet und da kam so richtig so ein, ja, dieses klassische Startup-Garagen-Feeling auf, nur dass es bei uns auf so einem Dachboden war. Und dann haben wir ein Jahr lang tatsächlich diese Inhalte verfasst, was extrem viel Arbeit war, unter extrem viel Druck, weil wir natürlich nicht wussten, wie das aufgenommen werden würde. Und dann war es aber, dann hat es ungefähr ein Jahr gedauert, bis dieses Produkt also voll in den Markt eingeschlagen hat. Ja? Also das hat nach einem Jahr hatten wir knapp 90% Marktanteil bei diesen Examenskandidaten. Das war ja erstmal nur eine Lösung für Examenskandidaten. Und das hat uns dann natürlich sehr beflügelt, ja. Und wir haben festgestellt, dass das eigentlich ein idealer Ausgangspunkt ist, sich in verschiedene andere Richtungen auszubreiten und wollten das dann auch tun. Also haben uns dafür entschieden zu sagen, okay, lass uns weitere Inhalte dazu nehmen, lass uns auch das erste Staatsexamen abbilden, lass uns auch in Richtung der Ärzte gehen, weil dieses Wissen baut ja alles aufeinander auf. Das ist ja nicht, es sind ja nicht sozusagen so, okay, wir machen den Angelschein und wir machen den Führerschein und wir machen den, keine Ahnung was, den Steueranwaltsschein oder so. Mhm. Sondern es dreht sich ja alles um medizinisches Wissen, ja, und es fängt irgendwo bei den Grundlagen an und es geht dann hin bis zu den sozusagen letzten Guideline-Empfehlungen, wie du sagst. Ne? Und dazwischen ist ein Kontinuum. Ja? Dem sind wir uns irgendwie immer bewusster geworden und haben gesagt, gut, lass uns das alles in diese Plattform reinnehmen und aufpassen, dass wir dann natürlich bei dem ganzen Inhalt, der da ist, auf die entsprechende Stufe des Nutzers zugeschnittene Inhalte davon herauslösen und präsentieren und dem als erstes anzeigen, aber immer auch im Prinzip die ganze Plattform zugänglich. Und so hat sich das also entwickelt. Diese verschiedenen Bereiche haben wir angegangen. Dafür brauchten wir mehr Leute, die natürlich diese Arbeit machen können, auch unterschiedliche Expertisen mit reinbringen. Wir haben dann auch entschieden, das gleiche Prinzip sozusagen auch für den englischsprachigen Raum anzuwenden. Das hat natürlich dann auch nochmal wieder sehr viele neue Leute gebraucht und natürlich aber vor allem auch ein Riesenpotenzial eröffnet, ne, mit dem wir uns heute auch bewegen. Also im englischsprachigen Raum bieten wir jetzt auch das komplette Studium an und arbeiten gerade an der Arztlösung und sind auch da schon sehr erfolgreich, im US-Markt vor allem sehr erfolgreich. Also ja, es ist im Prinzip so eine Art organisches Wachstum, ja, was immer wieder dann an die natürlichen Punkte des bestehenden Produktes angeknüpft hat. Ja. Mhm. Und das, ich meine, jetzt sind wir heute, also von ursprünglich drei Mitarbeitern sind wir heute bei über 350 Mitarbeitern, die in diesen ganzen verschiedenen Bereichen, die man dann eben braucht über die Zeit und die man aufbaut, arbeiten in drei Büros, Berlin, Köln und New York. Und es ist natürlich eine ganz andere Unternehmung mittlerweile. Mhm. Findest du das selber manchmal ein bisschen verrückt, wenn du so drüber nachdenkst, wie sich das entwickelt hat? Auf jeden Fall, ja, total. Also wenn man nicht drüber nachdenkt, dann nimmt man das so als gegeben hin, man läuft ins Büro und dann sitzen da die Leute und gehen wie ganz selbstverständlich zu dieser Arbeit. Aber es ist, wenn man dann sich einmal zurücklehnt und sagt, das hätte es gar nicht geben müssen. Ja? Vor 10 Jahren war das hier alles irgendwie nur auf dem Papier oder noch nicht mal auf dem Papier.
Und heute also sind da Menschen, die dieser Mission und Vision von uns folgen und ganz alleine diese Energie aufbringen, dem hinterherzugehen. Das ist natürlich total berührend auch irgendwo, ja. Und es ist also das komplette Gegenteil von selbstverständlich, sondern es ist eigentlich total überraschend, ja, dass das so aufgenommen und getragen wird und einfach sehr, sehr bewegend damit auch. Wenn ich kurz einen kleinen Einschub machen darf, ich habe ja im Vorfeld zu dem Podcast mit einer Mitarbeiterin von dir Kontakt gehabt, die hat so ein bisschen die Koordination gemacht und das Schöne ist, dass ich schon ihr angemerkt habe, wie viel Spaß sie dabei hat, in dem Unternehmen Amboss zu arbeiten. Das fand ich sehr, sehr, also nicht erstaunlich, aber ich fand es sehr, sehr schön zu sehen, dass da dieser Spirit wirklich bei jedem angekommen zu sein scheint. Also ja, das ist jetzt mein Eindruck von außen, der mit diesem Thema Entwicklung, Medizin, Fortbildung, also in dieser Branche Medizin eben nicht so zu Hause ist, aber es ist unglaublich schön zu sehen, dass es da Mitarbeiter gibt, die, wie du gerade sagst, dieser Vision folgen und ihr da alle an einem Strang zieht. Ja. Das vielleicht mal nur so am Rande. Jetzt seid ihr ja digital unterwegs. Das Thema Digitalisierung in der Medizin, Aufbereitung, Unterlagen beziehungsweise auch Fortbildung hat jetzt gerade eben bei dem Thema Corona natürlich nochmal eine ganz besondere Bedeutung. Wir haben auch vorher schon gesagt, jetzt seid ihr in den letzten 8 Jahren auf dem Weg dahin gewesen und keiner konnte wissen, dass ihr durch ein Virus jetzt plötzlich alles über einen digitalen Weg eine unglaublich große Rolle spielt. Wie habt ihr euch dahin entwickelt? Also was war so, du hast gesagt, ihr habt Programmierer dabei, ihr habt sicherlich auch, also diesen, dass es irgendwann in den digitalen Bereich geht, dass man viel vom Tablet, auf dem Handy, auf einer App machen kann von unterwegs, dass man die Zeiten damit optimal auch nutzen kann. Ihr habt aber es auch geschafft, eben nicht nur die jungen Mediziner zu bekommen, sondern ihr habt eben auch geschafft, die Ärzte und Kliniken zu bekommen, die sich Informationen holen, zum Beispiel jetzt bei Corona für die aktuellen Fälle, wie behandle ich, was muss ich tun, wie ist Stand der Dinge. Wie ist es da hinzugekommen und war das ein schwieriger Weg, als die Studenten zu bekommen? Gute Frage. Also ich meine, wir waren immer digital first sozusagen. Ja? Mhm. Also wir haben nie darüber nachgedacht jetzt sozusagen, ob wir irgendwie Bücher herausgeben wollen. Also haben wir tatsächlich zwischendurch auch mal gemacht, aber sozusagen nur als Nebenprodukt, weil Leute doch immer noch darauf aufspringen wollten und es doch irgendwie gewisse Use Cases dafür gibt. Aber die Vorteile vom Digitalen sind natürlich irgendwie total, sind wahrscheinlich total offensichtlich, ja. Also das ist theoretisch endlos skalierbar. Das ist live quasi zu aktualisieren, ja. Von einem Tag auf den anderen spielen wir Updates ein, auch jetzt in Zeiten von Corona, ja. Da kommt sozusagen alles Nicht-Digitale kaum mit, ja. Also die Reichweite ist sehr viel höher und die, ja, die Wachstumschance ist damit viel höher und natürlich eben auch vor allem eigentlich die Bedürfniserfüllung der Mediziner. Ja, der kann man viel eher gerecht werden, wenn wir uns vorstellen, wie lange das braucht bis heute, also wenn wir uns den Weg von wissenschaftlicher Erkenntnis bis hin zur Anwendung in der Hausarztpraxis auf dem Land, ja, wie lange das dauert und ob das überhaupt erfolgt, ja. Wie viele Schritte dazwischen liegen und wie mühsam das ist, dann sind da, glaube ich, durch das Digitale ist da sehr viel zu beschleunigen und am Ende damit eben auch sehr viel zu helfen. Ja? Also wesentliche Erkenntnisse in gut verständlicher Form, also eindeutig und sozusagen immer da, ja, so wie, was weiß ich, ein Google Maps, ja, mit dem ich mich orientieren kann, was auch irgendwie zum Standard geworden ist, ja, und mir die Richtung vorgibt, sozusagen, das ist, das stellt heute keiner mehr in Frage. Und genau sowas braucht man eben auch für die Medizin und braucht man für das medizinische Wissen, was ja immer unbeherrschbarer wird, was ja explodiert exponentiell, ja, jetzt erfahren wir, glaube ich, gerade am Rande, was es, also exponentielles Wachstum bedeutet, ja, mit dem Virus. Und so verhält sich sozusagen dieses medizinische Wissen auch. Und es wird immer schwieriger, dem gerecht zu werden. Insbesondere natürlich dann auch gleichzeitig mit der Verdichtung an Behandlungsleistungen und so weiter, die man als Arzt aufbringen muss und an
Verständnis, was man dafür aufbringen muss. Und man kann diesen Erfordernissen immer schwerer nur gerecht werden. Und ich glaube, da bildet das eben eine sehr, sehr gute Lösung, verlässliche Informationen zeitnah an den Anwender zu bringen. Jetzt hast du gesagt, ihr aktualisiert alle 24 Stunden. Ich stelle mir das gerade, also nicht nur aktualisieren, im Sinne, wir haben ein paar Informationen da rein, sondern ihr schaut ja wirklich, dass das, was ihr reinbringt, auch nachhaltig ist. Ich habe im Vorfeld gelesen, ihr habt ein 8-Augen-Prinzip, also es durchläuft 4 Personen, bevor irgendwas eingestellt wird, dass die Information eben auch valide ist, dass man weiß, dass die Information richtig ist, die da drin steht, dass der Arzt der Anwender, der Arzt, die Ärztin sich darauf verlassen kann, dass das richtig ist, was da steht. Der Arbeitsaufwand klingt zunächst mal unglaublich hoch, dass ich das auch gewährleisten kann. Jetzt drängt sich bei mir die Frage auf, ich kann mir noch vorstellen, dass Kliniken sehr, sehr informiert sind und auch sich informieren müssen. Hast du eine Zahl, wie viele ambulant tätige Mediziner bei euch sind? Haben wir jetzt nicht, wenn jetzt nicht, spielt es keine Rolle, es interessiert mich nur gerade, weil ich glaube, dass das die größte Herausforderung ist. Also ich glaube, die Leute, die vor 8 Jahren studiert haben, die mit Amboss groß geworden sind, die mit Amboss gemeinsam sich entwickelt haben, werden Amboss nutzen, auch in der Praxis. Gut, jetzt sind die wahrscheinlich gerade erst in der Praxis, weil vor 8 Jahren vielleicht gerade durchs Studium dann jetzt Facharztausbildung zu Ende und gehen vielleicht jetzt gerade in die Niederlassung oder wenn sie überhaupt schon so weit sind. Aber was ist mit denen, die jetzt schon da sind, die eben vielleicht tatsächlich mit Büchern gelernt haben und die oft gar nicht den Zugang zu dem Thema digitale Welt haben? Ich erlebe das ja immer wieder, wenn es um Digitalisierung in Praxen geht, dann ist ja schon bei Telematikinfrastruktur ein Riesenaufschrei. Ne? Ja, also die Zahl ambulanter Ärzte, die jetzt Amboss nutzen, habe ich leider nicht im Kopf gerade, aber die Zahl ist auf jeden Fall stark wachsend. Ja? Mhm. Du hast natürlich recht, also die Generation der Studenten, die dann zu Ärzten werden, die benutzen das einfach weiter. Ein sehr, 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 sehr großer Anteil, also fast alle eigentlich nutzen das einfach weiter. Dann als Ärzte. Aber die Zahl der sozusagen organisch dazukommenden Ärzte, wie wir sie nennen, die vorher nicht in Kontakt mit Amboss waren, die Wachstumsrate ist sehr, sehr hoch und beträgt, glaube ich, mittlerweile fast so viel wie die Wachstumsrate derer, die vorher mit Amboss in Kontakt waren. Und das ist natürlich etwas, was jetzt dann auch von Fachrichtung zu Fachrichtung irgendwie variiert. Ich sag mal, für die breiteren klinischen Fächer, die großen klinischen Fächer, ist das sicherlich schon höher in der Akzeptanz als jetzt für kleine, sehr spezialisierte Nischenbereiche. Ne? Aber der Allgemeinmediziner, der Internist in der Niederlassung, der findet auch heute schon bei uns sehr viele Antworten. Das finde ich extrem wichtig und deshalb möchte ich es nochmal klar herausstellen. Das, glaube ich, ist würde ihm oder würde jedem in der Praxis deutlich weiterhelfen, wenn er sich dann tatsächlich mal damit auseinandersetzt und nicht sein Buch aus dem Schrank holt, was da seit 20 Jahren steht. Da ist vielleicht nicht mehr der aktuelle Stand. Ich glaube, auch das ist wieder eine unternehmerische Auseinandersetzung mit einem Thema, was wichtig ist. Lebenslanges Lernen ist heute angesagt. Du hast es gerade gesagt. Ich weiß gar nicht, wie das mittlerweile mit dem Wissen in der Medizin ist, aber es verdoppelt sich wahrscheinlich mittlerweile unterhalb eines Jahres, ich weiß es nicht, vielleicht auch alle 2 Jahre. Auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache, sich damit auseinanderzusetzen. Und bei euch auf dem Portal findet der Arzt, der Mediziner eben genau diese Möglichkeiten, sich mit aktuellen Themen, ich glaube, zu allen medizinischen Themen auseinanderzusetzen, die es eben gibt. Korrekt. Ja. Bei Studenten ist es ja so, dass ihr mittlerweile jede Phase des Studiums begleitet. Ich kenne auch tatsächlich keinen Studenten, ich spreche ja auch mit ein paar hier in dem Zusammenhang, die Amboss nicht nutzen. Also ich Amboss sage klar, ja, also du hast vorhin gesagt, 90% Marktdurchdringung schon nach einem Jahr. Was kommt als nächstes? Gibt es noch einen Step, wo du sagst, da müssen wir uns jetzt Gedanken drüber machen? Ist es KI bei euch, die dann sagt, also wir entwickeln dieses Thema Medizin auch weiter mit oder was passiert? Ja, also gibt es natürlich viele interessante Aspekte. Ne? Also sowohl, sagen wir mal, im Education-Bereich gibt es natürlich da interessante Themen wie was macht eigentlich Sinn, Medizinstudenten überhaupt beizubringen? Ja, also in Anblick dieser Datenmengen, in Anblick dieses Wissens sozusagen. Und worauf müssen die vorbereitet sein in der Zukunft? Ja, also wahrscheinlich spielen irgendwie
sage ich mal, so das Verständnis für so Basiszusammenhänge spielt eine große Rolle, weil ich darauf dann immer sozusagen auch das neue Wissen aufbauen kann. Irgendwie eine gewisse Data Literacy, ja, dass die Menschen umgehen können mit immer mehr und immer größeren Datenbergen, spielt eine Rolle, und das nochmal sicherlich potenziert durch KI, ja, und Machine Learning. Da kommt natürlich immer mehr auf uns zu, und das muss man verstehen irgendwie oder grob einordnen können, was das heißt. Und natürlich auch ja, digitale Tools für Ärzte, ja, also und Patienten, ja, wie gehe ich damit als Arzt später um? Wie bewerte ich sowas wie Digital Therapeutics, ja, die ich die jetzt auch verschreiben kann, ja? Also das sagen wir mal im Education-Bereich. Dann gibt es natürlich noch sozusagen diesen Clinical Decision Support Bereich, da ist natürlich auch die Frage. Also ich meine, momentan stellen wir Informationen zur Verfügung. Ja, perspektivisch wird das vermutlich immer mehr auch weniger passiv sein und aktiver, eine proaktivere Komponente haben. Ja, Laborwerte, die gescreent werden und auf einem gewissen Regelwerk basierend dann Vorschläge machen. Ja, da gibt's heute schon. Ja, wenn man das jetzt nochmal irgendwie 5 bis 10 Jahre weiterdenkt, ja, das wird natürlich wahrscheinlich für alle Bereiche kommen, wo es große Datenmengen gibt, die in einem standardisierten Muster analysiert werden können und dann eben Schlüsse ziehen können, die man so als einzelner Mediziner wahrscheinlich gar nicht so gut ziehen kann oder eben sehr, 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 sehr viele Jahre Erfahrung braucht, um diese Schlüsse zu ziehen. Das muss natürlich immer noch, ich glaube nicht, dass Ärzte an sich irgendwie ersetzt werden. Also das glaube ich nicht. Ich glaube, diese menschliche Komponente ist total wichtig für die Behandlung und den Behandlungserfolg und auch die sozusagen die Guidance im partnerschaftlichen Verhältnis mit dem Patienten. Aber wir müssen uns als Ärzte damit beschäftigen, was das für uns bedeutet und wie wir uns darauf einstellen, ja, und wie wir damit umgehen. Ja. Mhm. Aber klar, es ist neulich mal ein Artikel, das war ganz interessant eigentlich, der könnte auch aus heutiger Zeit stammen, und das war ein großer Aufschrei in der medizinischen Industrie, nicht medizinischen Industrie, in der medizinischen Gesellschaft, als das Fieberthermometer eingeführt wurde. Ja, und dann hieß es, oh Gott, wie kann ein Fieberthermometer denn bitte alle Qualitäten von Fieber erfassen? Ja, kann es nicht, ja, gibt trockenes Fieber, gibt so feuchtes Fieber, gibt lalala. Stimmt alles, aber es gibt einen Parameter, der damit standardisiert erfasst wird, ja, und natürlich hilft, vergleichbare Werte zu schaffen. Und ich glaube, so muss man das in der Art und Weise, muss man das so ein bisschen denken. Ja. Finde ich sehr schöner Vergleich. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, dass du hast gerade gesagt, dass der Arzt nicht zu ersetzen ist. Ich glaube, das zeigt auch diese Viruskrise gerade jetzt wieder, die Distanz, die wir jetzt haben zueinander, weil wir nicht zueinander gehen können, schafft auf der anderen Seite, wenn es dann irgendwann vorbei ist, glaube ich, ganz viel Nähe, dass wir das wieder mehr schätzen und dann auch den Kontakt zum Arzt mehr schätzen, beziehungsweise der Arzt vielleicht auch erkennt, dass er über digitale Tools, über Hilfsmittel, die er sich holen kann, eben mehr Zeit für den Patienten hat und weiß das dann vielleicht auch wieder mehr zu schätzen. Also vielleicht schaffen wir ja auch ein bisschen positive Dinge aus dieser ganzen Thematik noch hervorzuholen. Eine Sache ist mir noch eingefallen, du hast gesagt, was muss man dem Studenten schon beibringen in dieser Zeit oder auch einem Arzt vielleicht in der Weiterbildung zum Facharzt hin, wenn er schon als Arzt unterwegs sein Studium abgeschlossen hat. Was würdest du dazu sagen, mehr unternehmerische Skills dort einzubauen? Also Themen wie Beschäftigung mit ein bisschen so, ich sag mal, einer Basisökonomie, Planung, was mache ich überhaupt hinterher mit meinem Beruf Arzt, vielleicht auch ein bisschen Mitarbeiterführung, vielleicht auch Persönlichkeitsentwicklung. Siehst du da eine Notwendigkeit, das frühzeitig zu tun? Total, ja. Also aus meiner persönlichen Erfahrung heraus muss ich sagen, das hat sich vielleicht auch schon verändert, aber man wird ja während des Studiums nicht zum, sage ich mal, Medizinwissenschaftler ausgebildet, ja, sondern zum Arzt. Und das heißt, also bei uns hieß das auf jeden Fall, es ging darum, dass du ärztliche Fähigkeiten lernst und dass eigentlich nur dieses Berufsbild Arzt am Ende steht. Ja. Bei uns wurde damals auch, sag ich mal, wurden sogar Jobmessen zu alternativen Karrierepfaden wurden bewusst sozusagen untersagt, weil man nicht will, dass Leute sozusagen von diesem Weg abkommen. Das macht in gewisser Weise ja Sinn, weil man natürlich irgendwie die Ärzte braucht und die Ärzte haben will im Gesundheitssystem.
Auf der anderen Seite finde ich das sozusagen für die Individuen natürlich schade, weil wenn ich mit 17, 18, 19 mich dafür entscheide, Arzt zu werden, dann weiß ich nicht, was das bedeutet. Ja? Und ich weiß auch nicht, ob mir das Spaß machen wird, ob ich darin meine Befriedigung finde, meine Erfüllung finde. Ja? Also die Studenten an der kurzen Leine zu halten, damit sie dann auf jeden Fall als Arzt arbeiten werden. Ich glaube, das ist nicht der richtige Weg, sondern da wäre ich eher so dafür, ein offenes Bild zu zeigen und zu sagen, guck mal, das gibt es hier alles. Und der Arztberuf ist auch total toll, ja. Und wir müssen auch den Arztberuf stärken. Und ich glaube, das ist natürlich auch ein Absprungbrett für viele heutzutage noch, dass es da natürlich auch viel, wie soll ich sagen, also eine sehr hohe Belastung und auch viele Missstände gibt, die irgendwie adressiert werden müssen. Aber andererseits, ja, das unternehmerische Denken zu stärken, ist sicherlich total sinnvoll und ist ja auch was, wenn ich jetzt, sage ich mal, an Niedergelassene denke, etwas, was ich brauche, ja. Also wenn ich mich da mit meiner Praxis auseinandersetze und mir überlegen muss, wie bezahle ich meine Mitarbeiter und wie komme ich hier von Quartal zu Quartal, ja, dann ist das eine wirtschaftliche Denke und ich bin ein Unternehmer, ja. Ich bin zwar ein Unternehmer in einem vielleicht sozusagen sehr etablierten Geschäftsmodell, ja, und kriege da auch viel Beratung von allen Seiten, die genau wissen, wie das alles läuft, ja. Aber letztlich bin ich ein Unternehmer, ich bin dafür verantwortlich, ja, was ich da tue und das selbst und ständig, ja, selbstständiger sozusagen. Mhm. Also ich glaube, das trägt dazu bei und ich glaube, es trägt natürlich auch dazu bei, wenn ich Leute dieses unternehmerische Denken quasi ein bisschen mitgeben kann und da irgendwie installieren kann. Das führt natürlich dazu, dass Leute dann auch anders auf Missstände schauen und vielleicht auch mit diesen Missständen anders umgehen. Denn so wie wir sozusagen aus diesem selbsterlebten Mangel dann dieses Geschäftsmodell oder diese Plattform Amboss aufgebaut haben, ja, gibt es überall solche Probleme. Mhm. Ja. Und wenn wir Leute dazu ermutigen, diesen Schritt zu gehen, dann hat das natürlich sehr, 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 sehr viel Potenzial, ja, was vielleicht heute ungenutzt auf der Straße liegen bleibt. Ja. Und das ist am Ende ist das natürlich auch sonst sehr schade, ja, wenn das nicht realisiert wird. Ja. Absolut. Also ich glaube, gut, jetzt ist das hier auch unser Thema, dass dieses Unternehmerische so ein bisschen früher nochmal in die Köpfe zu bringen. Es gibt ja einige Studiengänge, die auch modellhaft schon in diese Richtung gehen, dass ich Modellstudiengänge habe, genau zu dem Thema, also wo es wirklich das Ziel Ende des Studiums, also Vorbereitung auf die Praxis ist, wo eben genau diese Themen auch schon integriert werden oder Teil sind. Ich glaube zum Beispiel, dass es auch dazu führt, wenn ich als Unternehmer in eine Krise komme, bin ich ganz anders eingestellt, als wenn ich in Anführungsstrichen jetzt als Selbstständiger oder als Arzt da reinkomme, ohne ihm das absprechen zu wollen. Aber viele sind ja deshalb jetzt besorgt, weil die Frage danach, wie halte ich mich denn in der Krise? Was passiert jetzt gerade mit mir? Laufen meine Zahlungen weiter? Wie komme ich an Gelder? Habe ich genug Rücklagen gebildet? Und so weiter. Also wie führe ich meine Mitarbeiter? Dass diese ganzen Themen viele jetzt überfordert. Und ich glaube, vorbereitet zu sein, jetzt nicht auf eine Krise, darauf kann ich mich nicht vorbereiten, schon gar nicht auf so eine, aber vorbereitet als Unternehmer dazustehen und vielleicht vorher Dinge zu ändern oder in eine Richtung zu gehen, die mich unabhängiger machen von vielleicht in Anführungsstrichen nur meiner Praxis, wäre vielleicht eine Idee für die Zukunft. Also ich glaube, dass das aus meiner Sicht bin ich ganz bei dir, auf jeden Fall in die Ausbildung gehört oder auf jeden Fall in die Facharztausbildung, damit ich dann entscheiden kann, ist jetzt Klinik was für mich oder ist Praxis was für mich? Denn bis dahin weiß ich nur, wie Klinik funktioniert und nicht, wie Praxis funktioniert, zu 90%. Aber auch damit beschäftigt ihr euch ja. Es gibt ja nicht nur Amboss, es gibt auch Steigbügel, habe ich gesehen. Und Steigbügel ist ja wieder was, wo ihr auch so ein bisschen in, also eine Job, beschreib es mir nochmal vielleicht, also Jobbörse wäre jetzt viel zu albern, viel zu wenig. Es ist ja ein individuelles Jobportal, wo man sehr genau gucken kann, wo liegen meine Stärken, Schwächen, wo will ich hin, was stelle ich mir vor. Aber ihr sprecht eben auch einem Ratgeber über das Thema alternative Berufsfelder. Ja, also Steigbügel, muss man sagen, war im Prinzip immer schon da, ja, in dem Gesamtkonzept sozusagen spielte das eine sehr wichtige Rolle. Und zwar haben wir damals nicht an diesen überragenden Erfolg von Amboss, also den haben wir uns nicht gewagt zu erträumen, ja, in der Form, wie wir ihn heute haben. Insofern haben wir angenommen, dass das sozusagen aus so einer E-Learning-Plattform
die wird sich vielleicht nicht mal selbst finanzieren können. Also haben wir gedacht, gut, wenn man aufs Examen vorbereitet, dann hat man ja danach irgendwie Ärzte, ja, und Adressen von Ärzten und Zugang zu Ärzten. Und vielleicht hat man ihnen und hoffentlich hat man ihnen ein gutes Erlebnis mit dieser Vorbereitung gegeben. Man kann ihnen dann sozusagen noch weitere gute Hilfe anbieten mit einer vergleichenden Klinikdatenbank eigentlich. Also Steigbügel hatte das Ziel, sozusagen freie Stellen aufzuzeigen und den Absolventen sozusagen zugänglich zu machen und nicht nur auf einer Basis, wo dann irgendwie gesagt wird, ja, hier gibt es eine Stelle in der Inneren und so weiter, sondern auch Informationen drumherum, um diese Stelle, um das Krankenhaus, Weiterbildungsermächtigung, was sagen PJler zu dieser Stelle, was sagen andere Ärzte hier zu dieser Abteilung und so weiter und so fort. Also ein im Prinzip eine Art, ja, genau, Klinikdatenbank mit sehr vielen recherchierten, aber auch Nutzerinformationen angereichert. Mhm. Und das sollte sozusagen dieses Angebot ergänzen. Dann war aber sozusagen der Erfolg von Amboss einfach viel, viel größer und viel, viel stärker, als wir angenommen haben. Wir haben Steigbügel dann so ein bisschen in der Entwicklung niedriger priorisiert und organisch wachsen lassen, weil das ja ist auch kein ganz leichter Markt. So dass wir da sind, wo wir jetzt sind. Aber trotzdem fand ich spannend, das zu sehen, dass ihr da eben auch so aufgestellt seid, dass ihr eben sagt, wir bieten vielleicht mal die Möglichkeit an, sich zu informieren. Und ja, ich glaube, auch das ist ja etwas, was ich jetzt gerade bei jungen Medizinern, Medizinerinnen erlebe, dass sie eben sagen, ich möchte nicht unbedingt nur Klinikalltag, ich möchte nicht unbedingt nur Praxisalltag, ich möchte etwas Alternatives dazu. Welche Alternativen gibt es denn? Was kann ich denn machen? Und ich finde es sehr, sehr schön, da das Feld mal zu öffnen, um einfach zu gucken, welche Dinge gibt es noch und was kann ich als Mediziner auch tun. Und wenn ich da einen Einblick schon mal bekomme, dann glaube ich, ist das ein Weg, denn auch da geht unsere Gesellschaft ja hin. Ich mache auch nicht mehr 40 Jahre vielleicht meinen Job alleine, nur diesen einen, ja, damit ich irgendwann in Rente gehen kann, sondern das Leben ist flexibel und so sollte sich auch der Job vielleicht flexibel gestalten, auch wenn natürlich, glaube ich, wichtig ist, dass man als Mediziner viele Mediziner auch in der Medizin arbeiten, gerade auch, kannst du noch mal sagen, in der ambulanten Versorgung, weil auch da haben wir ein großes Thema. Ich muss mal ein bisschen auf die Uhr gucken, wir haben schon über 40 Minuten, aber ich möchte noch zwei Themen mit dir besprechen. Das ist einmal euer aktuelles Engagement zum Thema Covid-19, was ihr jetzt zusätzlich zu dem Projekt Amboss nochmal hervorgehoben habt. Kannst du da nochmal was zu sagen? Und wenn Ärzte jetzt sich nochmal informieren wollen, wie kommen sie an Informationen zu dem Thema bei euch? Ja, sehr gute Frage. Also wir haben da eine ganze Menge um Covid-19 herum speziell herausgebracht. Also einmal gibt es natürlich die medizinischen Informationen, ja, die werden von einer 20-köpfigen Redaktion täglich durchgeschaut und dann sozusagen wieder auf die relevantesten Erkenntnisse und Empfehlungen heruntergebrochen und der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt. Also unser Covid-19-Kapitel ist frei zugänglich, findet man über Google-Suche einfach. Und das sowohl im Deutschen als auch im Englischen. Drumherum gibt es natürlich dann für Ärzte noch angrenzende Themen, die dann auch bald Wichtigkeit erlangen, ja, sowas wie maschinelle Beatmung, ARDS, Sepsis, ja, die sind auch alle frei zur Verfügung gestellt. Plus es gibt auch freien Zugang für Ärzte, die sich da eintragen und einen Rundum-Service für Ärzte mit täglichen Updates, was hat sich jetzt verändert, was sind sozusagen die neuen Erkenntnisse, als auch Experteninterviews alle 3 Tage oder 2 Tage. Also da gibt es so einen Rundum-Informationsservice für Ärzte. Da bitte gerne einfach Covid-19 und Amboss googeln und dann kommt man da hin. Darüber hinaus bieten wir natürlich auch den Studenten jetzt Abhilfe. Wir bieten den Studenten an, dass sie bei uns quasi ihr Semester online fortsetzen können. Wir nennen das Online-Semester, können sagen, welche Kurse sie jetzt dieses Semester gehabt hätten und die bei uns dann fortsetzen. Wir arbeiten da auch an einer Technik sozusagen, diese Zeit und diese
Energie auf der Plattform in Bescheinigungen auszudrücken und sind auch im Gespräch mit Universitäten, mit ersten Universitäten dazu, inwieweit das auch von denen anerkannt werden könnte. Andersherum sind wir auch gleichzeitig mit den Universitäten sozusagen im Gespräch dazu, wie können sie ihre Lehre optimieren und ins Digitale bringen und zeigen da Dozenten, welche Lösungen Amboss bereithält, wie man Inhalte sozusagen an den Mann bringen kann, was man drumherum bauen kann, wie man das Curriculum sozusagen auf Amboss abbilden kann. Das ist ein Pfeiler und ja, das sind eigentlich sozusagen die wesentlichen Kampagnen. Es gibt noch viele kleinere Themen, die wir drumherum machen. Wollen im BAK unsere Büroflächen für Blutspenden zur Verfügung stellen und lauter solche Sachen. Aber ich glaube, die wesentlichen Initiativen sind die, um die Ärzte und die Studierenden bzw. Universitäten herum. Ja, finde ich wirklich großartig, gerade auch so die Möglichkeit als Verbraucher, als Patient, als Mensch, sich informieren zu können auf einer Plattform, die sonst nur für Mediziner zugänglich, also wirklich gutes Wissen runtergebrochen abfragen zu können, aber eben auch, war mir so auch nicht in den Sinn gekommen, zu sagen, wir bieten jetzt den Studenten, für die es gerade wirklich wichtig ist, eben die Möglichkeit weiter zu studieren. Ich denke, dass da viele Universitäten froh sein können. Vielleicht gibt es da auch noch ein paar neue Kooperationen raus. Und eben auch den Lehrenden habe ich, ne, das war ja das Dritte, was du gesagt hast, also diese Möglichkeit zu geben, da auch sich aktuelle Informationen zu holen und über das Portal zu informieren. Wir machen natürlich alle Verlinkungen zu euch, zu diesen ganzen Themen in die Shownotes, sodass man sich direkt mit euch in Verbindung setzen kann, wer das gern möchte und wer da Fragen hat. Deine Mitarbeiter, Kollegen stehen da sicherlich gern zur Verfügung oder auch die Plattform selber ist ja aussagekräftig, sehr, sehr aussagekräftig, sodass man sich da alle Informationen holen kann. Total, sehr gerne, ja. Ja, Siewert, bevor wir dann zum Schluss kommen, ich mache mal zum Schluss eine kleine oder kurze Frage, kurze Antwortrunde, die alle meine Kandidaten durchlaufen müssen und würde ganz gerne jetzt damit das Interview abschließen. Ja. Die Zukunft der Medizin, wohin entwickelt sich die Medizin aus deiner Sicht in den nächsten 5 Jahren? Also ich glaube, wir brauchen ganz klar irgendwie mehr Zugang zu den Daten. Die Daten müssen verfügbarer sein, natürlich unter Beachtung der ganzen Sicherheitsstandards. Aber ich glaube, das Potenzial, was in diesen Datenmengen steckt, für das Individuum als auch die Gemeinschaft, das ist unfassbar groß. Also da muss eine Entwicklung stattfinden und wird ja auch stattfinden, so wie es sich schon abzeichnet. Also, das ist, glaube ich, ein großes Thema. Okay. Was bedeutet für dich Gesundheit? Tja, Gesundheit, da gibt es, glaube ich, diese gängige Definierung, ist die Abwesenheit von Krankheit. Ja. Aber ansonsten, ich glaube, würde ich persönlich damit noch irgendwie ja, auch Glück assoziieren und irgendwie ja, ein Wohlfühlen sozusagen in dem Zustand, in dem man ist. Ja. Ist ja auch irgendwo vielleicht eher so ein ganzheitlicher Begriff. Ja, sehr schön. Welche Eigenschaften sollte der Arzt, die Ärztin aus deiner Sicht als Unternehmer haben? Also ich glaube, das gilt für alle Unternehmer gleichermaßen, ob nun Arzt oder anderer Herkunft. Man braucht einmal natürlich irgendwie diese Idee, aber die Idee ist irgendwie nur die Hälfte der Miete. Ich glaube, da muss man sozusagen einen gewissen Mut mitbringen, den wir auch schon angesprochen haben. Und was man auch braucht, ist Durchhaltevermögen. Ja? Also man kann die beste Idee haben, aber wenn man dann sehr schnell verunsichert ist, wie durch diese ganzen gesellschaftlichen Widerstände und Normen, dann reicht das nicht. Ja? Dann muss man muss weiter dranbleiben. Man muss natürlich auch wissen, wann man aufhört, aber ich glaube, es ist sehr viel Durchhaltevermögen. Gibt es ein Buch, einen Film, der dich besonders mitgerissen, motiviert oder erreicht hat in der letzten Zeit oder überhaupt? Also sehr, sehr gut fand ich zuletzt die Bücher von einem der Intel-Manager. Fällt mir sein Name gerade nicht ein. Gucke ich nach, lege ich in die Shownotes. High Output Management heißt das Buch. Das ist auf jeden Fall ein sehr, sehr empfehlenswertes Buch zu Management an sich und sehr gut verständlich geschrieben. Also ähnlich sozusagen wie Amboss. Was bedeutet es eigentlich, Manager zu sein und was
wie geht man damit um? Das fand ich auf jeden Fall sehr hilfreich. Ja. Okay, dann suche ich das mal und verlinke das auf jeden Fall. Und die letzte Frage, gibt es jemanden, den du uns hier als den Podcast-Gast für den Business Talk Podcast empfehlen könntest, wo du meinst, der würde hier passen oder den man vielleicht auch gerne mal im Interview hören würde? Also ja, gibt natürlich viele Leute bei Amboss könnte ich empfehlen. Sehr gern. Ja. Aber ansonsten habe ich zuletzt auch mit einem sehr interessanten Healthcare-affinen Berater bei McKinsey gesprochen, Tobias Silberzahn. Der ist sehr, sehr breit aufgestellt, sehr bewandert und ein super angenehmer Mensch. Also den kann ich sehr empfehlen. Okay, das gucke ich mir auf jeden Fall an. Dann nehme ich mal Kontakt zu ihm auf und werde mich dann auf dich berufen. Ja. Siebert, ganz vielen Dank für deine Zeit in dieser besonderen Zeit, in dieser anstrengenden und auch hochaktuellen Zeit. Deine Nachrichten ploppen hinten rein, ich höre das die ganze Zeit, aber da sieht man einfach, umso mehr danke ich dir, dass du dir die Zeit genommen hast, hier uns im Business Talk Podcast eine Stunde zur Verfügung zu stehen. Und für alle die heute dabei waren, zugehört haben, zugeschaut haben, vielen Dank dafür. Denkt immer an eine Bewertung bei iTunes, YouTube oder wo immer ihr uns hört, ist immer ganz wichtig für uns, damit wir wissen, ob wir das weiter in die richtige Richtung betreiben hier. Und bleibt gesund, bleibt unternehmerisch und das letzte Wort hat wie immer mein Interviewgast. Ja, vielen Dank für das Interview, hat mir viel Spaß gemacht und ich wünsche allen, dass sie gesund bleiben in dieser Zeit und auch wenn es schwierig ist, so weit es geht, zu Hause bleiben und vielleicht die positiven Seiten an dieser Zeit erkennen können, sofern denn nichts Schlimmeres passiert. Sehr schönes Schlusswort. Also, schöne Woche. Tschüss.